Hier unten ist das Kompass-Symbol. Da kommen wir auf die Karte. Sehr gut. Und dann geht's ab nach Kliban Rilak. Oder Kliaban Rilak. 8 Stunden. Ist okay. Neue Karte entdeckt. Kliaban Rilak. Was sagen eigentlich so die Quests? Durch das Tor des Todes. Das ist das, was wir gerade machen. Traum und Erinnerung ist die trauernde Mutter. Bronze unter dem See ist das, was wir für die Dutzenden machen sollen. Asche des Glaubens. Das ist das bei den Drachen. Das Kind der 5 Sonnen ist Palegina. Die sollen wir zu den Zwillingshummeln bringen. Das ist Sarganis Quest. Meister der Tiefe ist das lange, die lange Queste in den endlosen Faden. Klinge der endlosen Pfade, Kopfgeld. Okay, wir haben also nichts Besonderes Neues gerade. This is the place. My big brother's last battle. I wish I could tell you what we're looking for. Oh, und Edda erinnert sich. Das ist der Ort. Die letzte Schlacht meines großen Bruders. Edda überprüft die üppige Landschaft vor euch in eine Richtung. Er presst seine Lippen zusammen. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, was wir suchen. Das habe ich gar nicht mitbedacht. Dass das von that battle, I guess. Whatever 15 years of rain has him buried. You see my brother's ghost, you give me a holler, all right? Wohl irgendein Überbleibsel der Schlacht. Irgendetwas, was von 15 Jahren Regen nicht beerdigt worden ist. Er sieht dich an, ruf mich zu dir, wenn du den Geist meines Bruders siehst, in Ordnung? Er zwinkert dir zu. Oh, eine kleine Queste. Kleines Abenteuer. Schicken wir mal unseren Druiden dahin. Eine Runde geht ja. Das ist tatsächlich Fragment des zertrümmerten Glaubens. Edda gibt zu, dass er sich nicht sicher ist, nach was genau er hier sucht. Er hofft hier eine Spur der Gegenwart seines Bruders zu finden, die ihm einen Hinweis darauf geben könnte, warum sein Bruder für Redzeris gekämpft hat. Also für die Truppen von... Für die Truppen von Whitewind. Oh, da liegt schon mal eine Leiche. Too recent. Ja, die ist wirklich zu frisch. Hat aber einen Ring. Verteidigung gegen Humpel, bla bla bla. Schadensreduktion, Stich. Was für Edda. Tag des unheimlichen Schützens. Und Geld. Oh, Edda hat schon Gauns Schwur und Abwehrring. Du kannst noch eintragen. Der dürfte zu dir passen. So. Trank des unheimlichen Schützens. Übrigens, ich muss mehr Tränke verbrauchen. Habe ich mir jetzt extra vorgenommen, da wir ja gemerkt haben, dass sich Tränke ganz leicht herstellen lassen, da wir genügend Materialien dafür haben. Okay, gucken wir uns erstmal die Flussseite an. Vor dir steht ein Mann, dessen Gesicht grün und ockerfarben beschmiert ist. Sein Körper wird von Tierhäuten und Fellen bedeckt. In einer Hand hätte er einen Speer. Er fletscht seine Zähne und spitz zu. Die spitz zugefeilt sind. Ach so. Zurück zu deinem Dorf, Estramor. Du hast Glück, dass die 3 Stoßzahn-Stelgier heute andere Beute jagen. 3 Stoßzahn-Stelgier? Sein Zähnefischen des Grinsen wird breiter. Haben die Bauern denn mittlerweile so viel Angst, dass sie nicht mal wagen, unseren Namen auszusprechen? Wir sind der wildeste der 6 Stämme der Erglanfahrt. Und wir sind die Wächter dieses Monuments hier. Was weißt du über Kliban Rilak? Ein heiliger Ort der Erbauer. Und weder deine noch unsere Füße sollen seine Steine besuchen. Die Gräser aber, er grinst und hebt seinen Speer hoch. Wenn ich nur zu gerne mit deinem Blut wässern. Ich habe noch nie von den Erbauern gehört. Mit seiner Zunge macht er ein verärgert klingendes Klickgeräusch. Die heimischen Zungen des Bauernvolkes haben andere Namen für sie. Sie sind die Altvorderen, die diesen Ort und viele wie ihn gebaut haben.
Und wir vor den sechs Stämmen bewachen ihr Vermächtnis. Ich suche nach einer Gruppe von Leuten, die Ruine eventuell schon betreten haben. Wir auch. Er streicht mit einem Daumen über das Glattholz des Speers. Deshalb warten wir hier auch, Estramor. Und deshalb habe ich auch beschlossen, dich in Frieden zu lassen. Was werdet ihr tun? Wir werden warten. Wenn sie da drin sind, müssen sie irgendwann herauskommen. Und wenn sie das tun, dann... Er streicht mit seinem Daumen die Spitze seines Speers entlang und zeigt dir den Bluttropfen. Wir können diese Individuen rausjagen. Er lacht. Wie und noch mehr Estramor auf halbem Tempelboden herumtrampeln lassen? Wie und noch mehr Estramor auf halbem Tempelboden herumtreten lassen? Mit Sicherheit nicht. Nun, du hast dir schon einmal einen Fehler erlaubt. Was schadet es, das für uns noch einmal zu tun? Zumal wir vermutlich sehr viel nettere Leute sind. Aha. Ich gehe da mal besser. Und kommt hier nicht nochmal vorbei. Okay, also hier können wir schon mal nicht lang, ohne einen Kampf zu provozieren. St. Krianshorn. Ich vermute halt, dass das St. Krianshorn heißen soll, das ST. Oh, sogar das hier haben sie endlich mal auf eingedeutscht. Verzaubert aufsteigend, absteigend so. Wow, wir haben sehr viele gute Speere und so, die wir mal loswerden könnten. Rabenflügel, ein Dolch, Schwerter. Oh, wir haben sehr viel Schrott eigentlich. Und sehr viel, viel zu viele Kultisten rum. Ach, meine Güte, und auch Rauben. Hier ist nicht so viel drin. Hier sind hauptsächlich Fallen und Schriftrollen, die wir mal verkaufen könnten. Zutaten, genau. Ich müsste ziemlich viel schon von diesem St. Krians Zeug haben. Da, genau. St. Krians Horn. Ich gehe einfach davon aus, dass das St. Krians Horn heißen soll. Aus und finito. Nothing over here. I guess they cleaned up real good after the battle. This is embarrassing. I think I... Das ist peinlich. Ich glaube, ich sehe... Nein, doch nicht. Egal. Okay. Ist das auch wieder? Ja, sieh das an, Krianzer. Plünderer? These ruins are claimed, friend. On your way. Diese Ruhe sind beansprucht, mein Freund. Zieh besser weiter. No need to get riled, boys. We're just passing by. Kein Grund, sich aufzuregen, Jungs. Wir sind nur auf der Durchreise. Look at his talisman, Pag. Eothasian. Pag, schau dir sein Amulett an. Er deutet auf Eder. Eothasisch. How about that? A godless sack of shit. We got a blazing corpse worshipper on our hands. Na, was haben wir denn da? Einen gottlosen Sack Scheiße. Vor uns steht ein verdammter Leichenhuldiger. Actually, they never found the body. Edda ist außer sich vor Wut. Er öffnet seinen Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn dann aber wieder schnell. Weicht einem höfliches Lächeln seinem Stirnrunzeln. Den Körper haben wir tatsächlich niemals gefunden. Die Reason for the legacy is because the Duke doesn't got the guts to see you all slaughtered. The gods want you dead. Me and Pag, though, we've done our part during the purges, didn't we, Pag? Der Duke hat nur wegen des Vermächtnisses nicht genug Mumm in den Knochen, euch alle abschlachten zu lassen. Die Götter wollen euren Tod. Er greift zu seinem Säbel. Ich und Peck aber haben während der Säuberung unseren Teil beigetragen. Stimmt doch, oder, Peck? Seamstresses? Näherinnen? Was? Make your cracks now. Got no god or homeland to avenge you. By Magrin, this will be short work. Mach du ruhig noch deine Witze. Kein Gott oder Heimatland wird dich rächen. Bei Magrin, mit dir mache ich kurzen Prozess. Du hast mit den Göttern, das hat mit den Göttern nichts zu tun, nur mit Ignoranz. Schwörst immer auf deinen Gott, wenn du die Arbeit eines Teufels verrichtest. Sicherlich möchten die Götter doch Frieden zwischen uns. Klingt zu sehr nach Paladin, das klingt zu sehr nach Durens. Nehmen wir das mit dem Teufel. Maybe we start a new purge right here.
Spielt eh keine Rolle mehr, für wen sie waren. Das Land ist nach der Säuberung besser dran als vorher. Vielleicht sollten wir gleich eine neue Säuberung beginnen. Er macht seine Waffe bereit. Das sind zwei Plünderer. Okay. Jetzt sind über den Symbole, dass sie untätig werden. Okay. Sie hatten recht, das war ein kurzer Prozess. Ja, war es allerdings. Eine gute Arbalest, ein guter Säbel. Außergewöhnlicher Brustharnisch. Hm. Der geht mal zu Palegina, der Rest geht in die, ins Lager. Achso, du hast die... diesen Plattenpanzer an. Einzigartig schwere Rüstung. Überleben plus 2 gibt Raserei, kritischer Treffer. Gibt Raserei bei erlittenem kritischen Treffer. Ach, daher kommt ihre Raserei. Und der ist einfach nur gut. Das heißt, wenn ich den hier reinpacke. Na, mit dem sieht sie schon mal ein bisschen besser aus, muss ich ehrlich zugeben. Sollen sie mal den eine Weile anbehalten. Oh. Vor dir liegt die Ruine einer Brücke. Der Großteil davon scheint vor Jahrhunderten in den Fluss gestürzt zu sein. Alles, was von ihr übrig ist, sind zwei verklüftete Felssprünge zu beiden Seiten des Wassers. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du einen Weg, der tief in den Berg hineinführt. Du bist eventuell in der Lage, die Kluft zu überspringen. Auf die andere Seite springen. Die Kluft wurde von Hagen falsch eingeschätzt, doch schafft er es gerade so hinüber, verstaucht sich dabei aber sein Handgelenk. Au. Verstauchtes Handgelenk, Abwehr und Genauigkeit. Okay, wir haben den Höhleneingang gefunden. Minus 10 Genauigkeit, das müsste eigentlich noch gehen, oder? Ja, Genauigkeit von 59 ist immer noch besser als bei so manch anderem. Muss Hagrim halt eine Weile mit einem verstauchten Handgelenk auskommen. Ich frage mich, ob das jetzt ein Glückssprung war oder ob das geskriptet ist, dass wir das einfach nicht schaffen. Ist da gerade ein Geist weggelatscht? Naja, wir scheinen jetzt auf jeden Fall in den Ruinen zu sein. Und zwar auf Stufe 1. Sicher ist sicher, ein Quicksave zu machen. Oh. Da ist ein Troll. Let's go. Da ist noch viel mehr Zeug. So, das war der Troll. Let's go. Schwarzer Schlamm ist nicht so. Sumpfschleim. Oh. Mal was Neues. So, und der letzte Schlamm. Gut. Trank der schwachen Regeneration. Und der Rest ist alles für die Tasche. So. Sure. Hm. Noch ein Troll. Let's go. So, der ist hinüber. Das ging schnell. Naja, Trolle sind auch nicht so wirklich starke Gegner, muss ich ehrlich zugeben. Oh, und ich sollte vorsichtig sein. Man weiß nicht, was für Gefahren hier noch lauern.
Gucken wir mal kurz hier raus. Wir kommen wahrscheinlich direkt hinter den Waldmenschen raus. Aber ich will trotzdem mal kurz gucken. Wenn nicht, dann lade ich einfach den letzten Save. Oh ja. Ey, aber die sind uns nicht feindlich gesonnen. Die bemerken uns wahrscheinlich nicht mal richtig. Also wieder rein da.